liebe Leute, FreundInnen und StundenmesserInnen, wir sind die Kopfkracher, Gesha und Fredango und das ist unser Podcast. Ja, genau, heutige Folge 13, Retrospektive. Ein Jahr Podcast-Sternchen. Den Rest entnehmen Sie bitte dem Kleingedruckten. Ja, genau. Das Kleingedruckte, dazu kommen wir aber gleich, denn ich habe ja vorher eine Frage. Gesha, wie ist die Lage, was ist Phase? Ach, viel entspannter jetzt auf jeden Fall. Wenn man nicht so viel mit Menschen zu tun hat, dann ist das schon, da kann man durchatmen so. Und die Menschen, mit denen man zu tun hat... So schlimm fand ich Charlotte gar nicht letztes Mal. Ich hab tatsächlich sehr gute Resonanz bekommen für Charlotte und uns auch. Aber es ging ja jetzt erstmal jetzt um die Lage und die Phase. Richtig, wie ist es denn bei dir mit der Lage und der Phase? Bei mir läuft's. Es könnte ein bisschen besser laufen, aber grundsätzlich läuft's. Also du bist ja im Moment gerade auch mitten in der Erziehung von Hagen. Hagen, genau. Und Jerome. Jerome ist der zweite. Hagen war der ältere? Hagen ist der große Hagen. Ich dachte, es wären andere Namen, aber okay. Doch, das waren genau, die haben mehrere Namen gekriegt von uns. Ja, das ist klar. In Ordnung. Und du hattest da eine Frage an das Publikum auch, an unsere HörerInnenschaft. Und zwar wolltest du wissen, was Menschen empfehlen können, was zur musikalischen Früherziehung gehört, nicht wahr? Das war eigentlich eine private Frage an dich. Also aus der, da bin ich aus der Fredanko-Podcast-Rolle geschlüpft und war einfach nur wieder der Schluffi-Papa und wollte wissen, wie geht das? Allerdings muss man dazu sagen, dass du mir diese private Frage gestellt hast. Ich habe dir eine private Antwort darauf gegeben und du hast gesagt, nee, machen wir mal nicht so. Ja, ich hatte am Anfang gedacht, du wärst der Experte, aber offensichtlich hatte ich mich getäuscht. Ja, also man muss dazu sagen, dass Hagen, nee, Moment, ja doch, Hagen ist der Ältere, immer noch. Hagen ist ja immer noch der Ältere. Dass Hagen insbesondere auf Frauengesang steht und dass du ihm versuchst einzureden, dass Dolores von den Cranberries die einzige Frau ist, die singt. Naja, ich versuche die Welt für ihn übersichtlich zu halten. Was hilft es ihm denn, wenn er denkt, dass Frauen oftmals singen? Also gebt doch dem Fredanko gerne Tipps, gerne, was er noch alles dem Hagen vorspielen kann. Gerne. Sodass dann vielleicht das musikalische Früherziehungsbild doch ein bisschen pluraler wird. Unbedingt. Also ihr könnt mich auch privat auf der Straße ansprechen, wenn euch da spontan was einfällt. Da habe ich bei der Sache nichts dagegen. Einfach die Bluetooth-Lautsprecher ganz laut anmachen in der U-Bahn. Das geht oder auch, so, genau. Dann kriege ich das direkt mit, kann ich nachfragen, so hey, was hörst du denn da? Genau. Ja, aber wir wollten ja erstmal, du gehst ja immer direkt ins Thema, ne? Du bist wie so ein Hund quasi, der kann nicht an der Leine sein, der prescht nach vorne. Ich wollte ja erstmal die Leute so ein bisschen einbetten, einholen hier, denn wir haben ja Folge 13, das heißt, was dir völlig entgangen ist, weil du ja wieder zack beim Thema bist. Aber Folge 3. Bei einem Thema, wir haben noch gar kein Thema. Ja, heute. Aber das ist ja genau deshalb. Wir haben ein Jahr den Kopfkracher-Podcast jetzt. So, das ist ein Grund für uns mal zu sagen: Respekt an uns. Ja, an uns selbst. An uns. So, hier, ich klopfe mir auf die Schulter. Da waren einige Höhen dabei, ein paar Tiefen, aber auch. Es waren vor allem, also meine Stimme hat viele Höhen dabei. Aber auch ein paar Bässe. Wir hatten uns ja vorgenommen, wir wollten immer so ein bisschen mal schauen, ein bisschen zurückschauen auf das, was wir erlebt haben, was uns ausgemacht hat eigentlich im Jahr. Und so ein bisschen auch offene Fragen aufgreifen oder vielleicht, wo wir merken, da ist eine Veränderung drin. Mhm. Merkst du? Prozesshaftigkeit. Ja, ich würde auch gerne ein bisschen Aufklärungsarbeit an dieser Stelle auch erstmal leisten. Bitte. Jetzt hast du wieder das Wort. Manche Menschen haben das überhaupt nicht verstanden, dass wir nach über einem Jahr, muss man das auch nochmal sagen, unsere Begrüßung, ja, dass unsere Begrüßung immer ein Reimwort auf Kupferstecher beinhaltet. Das ist den meisten Menschen überhaupt nicht klar. Dann wundern die sich doch aber, warum wir sie so seltsam begrüßen, oder? Ja, ich glaube, das ist einfach nur so, dass die sich denken, oh, die haben wieder ein komisches Wort sich ausgedacht. Aber dass sich das immer auf Kupferstecher reimt. Also wir hatten zum Beispiel Lustverbrecher und Nougatlecker und jetzt eben Stundenmesser. Plunzenwächter hast du vergessen. Plunzenwächter auf jeden Fall. Ich finde, das ist jetzt ein Aufruf eigentlich an alle Hörer zu sagen, hört doch die 12 Folgen vorher nochmal durch. Vielleicht haben wir noch mehr Sachen versteckt, die wir dann beim nächsten Mal aufklären. So, bei Folge 18 oder so. Genau. Oh.
Sehr schnell gerechnet. Viele dieser Wörter kommen auch von dir übrigens. Du hast sie mal in einem Brainstorming entworfen und ich stand neben mit Zettel und Stift und habe stenografiert. Und bei Lustverbrecher, da habe ich es ausgeschrieben, da wusste ich dann nicht die Abkürzung, aber LV. Ich das nochmal meinen Respekt an dich an der Stelle. Achso, danke schön, danke. Wir können auch gleich nochmal zum nächsten Thema weitergehen, oder? Bitte. Und zwar gab es da vor 4 Folgen oder so diesen Copyright-Claim von YouTube. Ach, oh, hat sich's auch, ja. Also da hat sich die claimende Partei nicht weiter zu Wort gemeldet. Allerdings hat YouTube diesen Copyright-Claim wieder zurückgezogen. Ah. Wir können jetzt wieder diesen Song singen, ohne zu befürchten, dass da jemand sagt, schön. Mensch, das gehört doch, ich weiß gar nicht, wie hieß der, Willi, ne? Willi. Ich hab's auch gerade, ich dachte, kannst du mal kurz singen, wie hieß denn dieser Song, den sie da? Ja. Ich esse jetzt Geschirrspüler-Tabs. Genau, danke. Genau. Dass da die ersten 3 Noten, die gehören nicht Willi exklusiv. Die kann sich auch Fredanko parallel. Das nennt man ja auch so Doppelkreationen, ne? Danke, ja. Also wenn die ersten 3 Noten das Problem hier waren und nicht Willi einfach willkürlich irgendwelche Menschen abmahnt. Vielleicht ist Willi bei einer Anwaltsfirma und verdient so ein zweites Gehalt. Ist natürlich auch möglich. Wir wissen es nicht. Der macht gar keine Musik. Er guckt bloß, was machen andere Leute für Musik, nimmt das dann auch auf und sagt dann, ich bin der Erste gewesen. Aber er nimmt nur gute Musik, deswegen war Tabs Essen dabei. Ein guter Song, ja, richtig, übrigens, genau. Nach wie vor, ja. Ein guter Song. Mhm. Wie fandst du meinen letzten Song? Deinen letzten Song? Mhm. Ja, ich würde sagen, schwächelnd, wenn ich das mal sagen darf. Schwächelnd, aha. Die Reime? Ja. Dieser Song, du erinnerst dich noch, das war ja so der erste oder zweite Song, den ich ever aufgenommen habe. Damals, ich glaube, das war 2001 oder sowas in meiner Einzimmerwohnung. Oder vielleicht 2000 oder 1999 könnte es auch schon sein. War das die Wohnung über Jahren nach, dürfen wir das sagen? Das dürfen wir, wir können es ja irgendwie vielleicht, vielleicht anonymisieren. Allerdings, wenn der Name jetzt schon da ist. Naja, also die Wohnung, ja genau, da oben. Die Politikerwohnung. Die PolitikerInnenwohnung, genau. Da war ich da oben, hatte mir den ersten 450 MHz Rechner gekauft mit einer Soundkarte, die nur mit Windows 98 funktioniert hat. Jetzt kann man es zeitlich langsam einordnen, finde ich. Jetzt kann man es einordnen. Ich hatte sie ja auch danach. Genau, richtig. Als alle schon Windows XP hatten, hatte ich noch Windows 98. Wegen der Soundkarte. Und wegen der Soundkarte. Ich hatte dann auf jeden Fall den Song Snow Witty aufgenommen und diesen Song Irgendwo. Das waren die ersten beiden. Und danach bist du dann zu Besuch gekommen und wir haben dann Mahatma und Anita aufgenommen. Auch 2 Songs, die auf jeden Fall sehr viel Potenzial haben. Anita ist auf dem ersten Kopfkracher-Album, Endlich erwachsen, der Hidden Track. Genau. Mahatma haben wir nie veröffentlicht, muss man sagen. Ja, richtig. Weil ich das aber auch vorher mit Jordi zusammen aufgenommen habe. Wer ist Jordi? Das war damals mein bester Freund, mit dem ich Musik gemacht habe. Und das ist ja quasi aus unserer Feder entstanden. Mahatma, also wenn man sagen kann, es ist aus einer Feder entstanden. Das ist ja quasi kein Kopfkracher-Song in dem Sinne. Mhm. Den haben wir ja nur aufgenommen, weil wir es damals konnten. Also weil wir zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, irgendetwas aufzunehmen. Mhm. Du hast gesagt, bring 2 Songs mit. Und ich hatte keinen. Und dann habe ich Mahatma gesagt und Anita improvisiert. Ich erinnere mich auf jeden Fall an das grandiose Blockflöten-Solo. Nochmal, Jordi, der nennt sich also heute jetzt Willi, ist das richtig? Das könnte sein. Und der hat uns vielleicht hatte der vorher so einen Song über Tabs. Ja, ja. Man weiß es nicht. Ja, das Leben spielt ja manchmal. Vielleicht hast du den auch gemeinsam mit ihm entwickelt. Die seltsamsten Spielchen. Ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Mhm. Ich bin ja schon dabei, meine abzuarbeiten. Ach so. Und ich habe das bei mir so gemacht, ich habe die wichtigsten Dinge habe ich ganz oben hingeschrieben und dann wird es immer unwichtiger. Was ist denn dein Top 1? Top 1. Kannst du mir mal die Telefonnummer von Charlotte geben, von der letzten Sendung? Ja, klar. Gut. 0815. Warte, bist nicht hier öffentlich. Ach so. Privat. Weil, also ich habe sie jetzt bei mir im Adressbuch, ich habe ja weder Adresse noch Telefon, hier steht einfach nur Charlotte, die Unerreichbare. Oh. Und ich würde halt gerne noch, also es sind doppelt, ne, wegen unerreichbar und ohne, also. Ja, das habe ich verstanden, das Wortspiel. Gut, danke. Kam an. Und ich würde die gerne ein bisschen so andicken mit Informationen, diese Seite. Ja, bitte, also tu dir keinen Zwang an, frag sie doch einfach. Ja, nee, weil wir letztes Mal, ich hast ja auch gespürt, ne, da lief ja eigentlich eine ganze Menge. Ja.
Ja, also ja. Man muss auch dazu sagen, also ich habe zumindest sehr viel positive Resonanz bekommen zu dem letzten Podcast mit Charlotte. Wahrscheinlich wegen Charlotte. Ja, natürlich. Also auch. Auch. Wegen Charlotte, dass wir das relativ charmant gelöst haben, dass gerade das erste Drittel ein bisschen schwächer wäre, aber zweites und drittes Drittel ziemlich gut wäre, dass Charlotte sehr charmant gewesen wäre oder auf positivste Art und Weise naiv. Das habe ich auch gehört. Ich habe auch Rückmeldungen bekommen zu Jürgen und Mario, wenn ich jetzt mal in der chronologisch zurückgehen darf. Ja, ich komme gar nicht dazwischen. Du hast aber auch wirklich, du hast was zu sagen, ja, heute. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ausnahmsweise. Schieß mal los. Und zwar, dass Mario sehr schlagfertig wäre, habe ich zurückbekommen. Und das wollte ich auch an dieser Stelle mal nicht unerwähnt lassen, denn Mario selbst. Aber das so ist doch der nicht improvisiert. Also jetzt schlägt's 13. Ausgerechnet Mario, der von sich selbst das Bild hat, er wäre nicht schlagfertig. Da kam dann, Mario ist super schlagfertig. Ich möchte nicht, ich kann nur spekulieren, was das für Jürgen bedeutet. Ja, bei Jürgen hatte ja auch diese alten Brezeln gegessen. Der war einfach auch ab. Der war fertig. Der war für den Moment fertig an dem Abend. Bei dem Wrestling-Podcast können wir vielleicht auch noch sagen, ist das unentschieden ausgegangen. Es ist unentschieden ausgegangen. Wahrscheinlich auch müssen wir jetzt einen Gürtel machen, der für uns alle ist. Ein Vierergürtel. Unangenehmer Gürtel. Unangenehm. Sehr unangenehm. Den müssen wir dann nämlich sehr eng schnallen, wenn ihr, also naja. Und wir haben als Kopfkracher unseren ersten Diss-Track kassiert. Danke, genau da wollte ich überleiten. Ich habe ja dann am Ende des Songs den einen Diss-Track gegen die beiden, gegen Brothers in Brain. Am Ende des Podcasts. Entschuldigung, genau. Und dann haben die sich hingesetzt. Die haben sich auch mit der Musik verbunden und verwurzelt und haben, wann haben sie den rausgebracht? Ende April. Einen Song über uns gemacht. Das ist auch unser erster Diss-Track, den wir kassiert haben. Da wird nicht einfach der Song gesperrt und gesagt, hier, gleiche Noten und so. Nee, da wird mal konstruktiv ein bisschen gearbeitet, künstlerisch gearbeitet. Ja. Und ich fühlte mich geehrt, gebauchpinselt, habe aber auch gleich gedacht, ihr Schweine, ihr. Also so eine Mischung. Weil, können wir vielleicht diesen Diss-Track heute an den Podcast hängen? Das ist doch genau die richtige Idee, die wir jetzt brauchen. Ne? Ja, na klar. Perfekt. Jedenfalls, wir dürfen uns geschmeichelt fühlen, dass wir im Radio damit auch beleidigt worden sind. Und zwar zu Recht. Also so, wie die beiden uns fertig gemacht haben, das ist auf jeden Fall unentschieden. Vielleicht können wir das ja irgendwann in deren Radiosendung nochmal wiederholen, aufgreifen. Ihre Sendung Irgendwas ist immer im Oldenburger Radio zu hören, O1. O1, genau. Meinst du, es gibt eigentlich auch ein O2 und ein O3? Ich frage dich jetzt privat. Also ich würde sagen, O1 ist schon so tief unten in der Nahrungskette. Oder wenn jetzt Oberhausen auch einen Sender hat oder Offenbach. Sag mal, du bist ja sehr zungenfertig, ne? Gerade. Wie läuft es ansonsten so mit deinem Training? Du weißt, dass wir eine Challenge haben. Der Wettkampf der Wettkämpfe, 3. Oktober. Also. Wer mehr Klimmzüge hintereinander schafft. Hintereinander. Ich hatte ja verschiedene Vorsätze in diesem Jahr. Und einer meiner Vorsätze war ja, dass ich nicht mehr Sport machen werde. Und jetzt mache ich mehr Sport. Also habe ich mich nicht dran gehalten. Ich habe jetzt so eine Klimmzug-Dip-Stange von Farina bekommen. Und da mache ich jetzt jeden Morgen Klimmzüge. Jetzt im Moment habe ich 12. die ich in Folge machen kann. Boah, das ist ja schon fast halb so viel wie ich. Aber ich habe auch schon üble Schlieren an den Fingern. Nutz Handschuhe, sage ich dir als Experte. Ja, mach ich. Nutz 2 Handschuhe übereinander? Mm. Jetzt weißt du, warum sich XXXL Handschuhe verkaufen. Deshalb. Gut, du machst also mehr Sport statt weniger. Was willst du damit kompensieren? Charlotte würde jetzt fragen, warum tust du das? Ich habe Zeit. Wie fühlst du dich dabei? Danach meistens sehr gut. Ich bin der Charlotte-Imitator, merkst du das gerade? Entschuldigung, ich muss jetzt aber auch nochmal zurückkommen auf das neue Workout, was ich irgendwie vor 3 Tagen gemacht habe. Ja. Und zwar, können wir das auch mal gemeinsam machen? Nimm ein Rommelblatt. Ich soll das mit dir machen? Ja. Ein Rommelblatt mit oder ohne Joker? Mit Joker, ist wichtig. Mit Joker. Gegen oder mit dem Wind? Und zwar ist das so, dass wir uns 4 Disziplinen ausdenken für die unterschiedlichen
wie nennt sich das, Kartensymbole. Das heißt, zum Beispiel bei Peak machen wir Liegestütze, bei Herz machen wir hier Springen oder sowas. Also so. Cardio, immer Cardio. Ja, okay. Immer Cardio. Ja. Und bei Kreuz machen wir Sit-Ups und bei Karo machen wir, keine Ahnung, Curls oder sowas. Ich verstehe. Und beim Joker ist es immer 15 Burpees. So. Aha. Und du hast deinen Stapel, ich habe meinen Stapel. Also das Romy-Blatt hat ja immer alle Karten doppelt. Ja. Und dann drehst du die erste Karte um und das musst du dann machen. Und das Ziel ist es einfach, möglichst schnell den Kartenstapel abgearbeitet zu haben. Ach, krass. In welcher Reihenfolge, das ist halt zufällig. Du weißt, wie viel Karten hat so ein Romy-Blatt? Du hast danach auf jeden Fall, glaube ich, von jeder Übung 78 gemacht und dann eben noch 45 Burpees. Mhm. Nee, cool. An sich cool. Danach kommt man auf jeden Fall ins Schwitzen. Kann ich das nicht auch, also die Idee ist ja cool. Kann ich mir nicht auch 7 Freunde einladen und ein Skatblatt nehmen? Und dann machst du insgesamt weniger, oder wie? Ja, 4 Karten krieg ich dann wieder. Ja, kannst du auch machen. Ja. Und ohne Joker. Es ja, ist stimmt. Vor allem ohne Joker. Okay, ja, das könnten wir dann im kleinen Raum machen. Also mit den anderen Menschen, die ein bisschen älter sind vielleicht oder gebrechlich. Ja, zum Beispiel ich. Obwohl du der Ältere bist. Geht es auch darum, dann wer schneller fertig ist mit dem Stapel, oder? Genau, richtig. Achso, okay. Es ist auch ein Wettkampf im Wettkampf, bloß ein Romy-Wettkampf. Ich verstehe. Wie läuft es denn bei dir mit dem Training? Ja, alter Mann und Schmerzen, du weißt. Nein, ich weiß nicht. Ja, was für Schmerzen doch, meinst du denn? Welche Schmerzen ich meine? Ja. Ich hatte ja seit letztem Jahr November, Mitte November, so Schmerzen in der Schulter und in der Brust. Und die waren lange, lange da, bis Ende März, Anfang April. Und dann habe ich eine Creme drauf geschmiert, die den Wirkstoff Ibuprofen hat. Und die hat tatsächlich geholfen bei der Brustmuskulatur, sodass ich ab Mitte April wieder anfangen konnte, Burpees zu machen oder anfangen konnte, Klimmzüge zu machen. Aber meine Schulter tut noch weh. Das merke ich nicht bei einer, immer noch übrigens, ne? Also das merke ich noch nicht bei einer sportlichen Übung, sondern wenn ich mich irgendwie verrenke. Sprich, wenn ich Gardinen zu- oder aufmache. Ne? Da muss man ja so eine schnelle Bewegung ausführen mit der Hand. Da merke ich, oh, das zieht in die Schulter. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Hilf mir. Okay. Wann hörst du auf mit diesen Schmerzen? Übermorgen, vorgestern. Okay, alles klar. Dann hast du noch eine Chance. So. Es gibt ja auch immer einen zweiten Gewinner, ne? Sag ich jetzt mal so. Ja. Ich kann ja noch mal zu den anderen Sachen kommen, die ich mir vorgenommen hatte. Für dieses Jahr, ich muss mal sagen, weniger Energy Drinks hat nicht so richtig geklappt. Im Moment habe ich keine mehr hier, deshalb habe ich heute zum Beispiel keinen getrunken. Ja. Aber gestern, Was heißt denn aber, das? Aber kommen wir mal ganz kurz zu dem Pangea auf deinem Schreibtisch. Ist daraus was geworden? Mein Pangea auf dem Schreibtisch? Ja. Ich würde lügen, wenn ich sagte, es wäre aufgeräumt. Vielleicht sollten wir uns das nächste Mal einfach Anti-Vorsätze machen. Ich meine, ich nehme mir vor, weniger Sport zu machen, mache mehr Sport. Weniger Energy Drinks zu trinken, trinke ja, gut, mehr Energy Drinks. Moment mal. Zieh mich da nicht rein. Das mit dem Schreibtisch könnte eine Momentaufnahme sein. Ich könnte zum Beispiel durch ein Erdbeben zum Beispiel gefährdet gewesen sein. Und jetzt sieht es halt so aus, zufälligerweise. Wie lange hat es gedauert, bis sich Pangea getrennt hat und zu einzelnen Kontinenten wurde? Da waren ja ein paar Millionen Jahre, ne? Ja, bei mir ist noch immer Kreidezeit, ehrlich gesagt. Wie viele T-Rex sind gerade bei dir unterwegs? Ja, so wie das Zimmer aussieht, mehrere. Wie sieht's mit Schlafen aus? Hattest du auch einen Schlafenvorsatz? Nö, ich den nicht. Hatte ich, ne? Ich schlafe ganz gut, ja. Wenn hier der Marder nicht kommt, dann schlafe ich eigentlich ganz gut. Weißt du, der gute alte Marder. Hast du ihn immer noch nicht gefangen? Ich habe den immer noch nicht gefangen. Stattdessen hat sich da noch eine Mäusefamilie eingesiedelt. Auch tierlieb. Herr richtig, tierlieb. Richtig. Der Schlafen hat bei mir zum Beispiel halbwegs geklappt. Der Vorsatz mehr Schlafen ist tatsächlich so, dass ich mir auch durch Marita und ihrem Gehirn-Podcast ganz oft vorstelle, abends, wenn ich denke, oh, ich will eigentlich nicht ins Bett, dann stelle ich mir vor, guck mal, das Gehirn hat doch jetzt wieder ganz viel
Käse produziert, also ganz viel Quatsch und Mist und der muss raus aus dem Gehirn. Mhm. Und das geht ja nur über Nacht. Ja. Und wenn ich jetzt nicht schlafe oder zu wenig schlafe, dann bleibt der Ganze da drin, der ganze Schmarotz und der muss raus. Und dann denke ich, guck mal. Und dann stelle ich mir vor, wie schön das aussieht und das Gehirn sich freut, so das sauber. Marita hat ja auch erwähnt, dass das Ganze dann über den Urin ausgeschieden wird. Das machst du aber nicht im Schlaf. Nein, 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 nein. Nicht mehr. Nicht mehr, alles klar. Jetzt hast du ja Jérôme. Jérôme, ja. Heißt er so? Jérôme? Jérôme ist ein französischer Name. Ist ein französischer Name auch. Okay, alles klar. Jérôme, und der hat, der schläft auch viel, habe ich gehört. Der schläft auch am Tag vor allem noch viel. Also hat er ziemlich viele Eindrücke zu verdauen. Der hat richtig viel, ich weiß, aber obwohl der ziemlich dumm ist, muss ich mal sagen. Also ja, du lachst, der kann wenig. Okay, was kann er denn? Mittlerweile kann er, wenn ich ihm was in die Hand gebe, kann er es nehmen. Mhm. Das hilft aber jetzt nicht im großen und ganzen Spiel. Wie alt ist er? Jetzt ein halbes Jahr. Naja, ja, ein halbes Jahr. Ja, ich meine, ich hatte jetzt mit einem, ich glaube, 9 Monate alten Hund zu tun, der konnte noch nichts in der Hand halten. In der Pfote wäre das dann beim Hund, oder? Ach so, okay, nee, ja. Das weiß ich nicht. Wir haben ja die Probleme, dass die halt den Daumen nicht gegenüberstellen können, die Hunde. Die haben ein Problem, dass die keinen Daumen haben. Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Macht nichts. Nächstes Mal einfach drauf achten. Sieht man relativ schnell, wenn man auf die Pfoten guckt. Wie bei, kannst auch Katzen angucken. Ist ab welcher Prinzip. Größe ist denn ein Hund eine Katze? Wenn du die Marder fängst, guck einfach da nochmal auf die Pfoten. Okay. So, also auf jeden Fall, mein Schokoladenvorsatz, der läuft. So. Weniger Zucker und weniger Schokolade. Zack. Und zwar richtig gut läuft der. Weil was heißt denn das? Ich esse gerade keine Schokolade. Ach, gar keine oder wie? Nee, gar keine tatsächlich. Okay, was heißt gerade? Seit mehreren Monaten. What? Ja. Okay. Bist du jetzt wieder zurückgekommen zum Energy Drink? Ist es das? Nein. Ich versuche auch nicht. Also es gibt wirklich immer wieder Phasen, wo ich denke, oh, ey, ich brauche jetzt Schokolade, wo ich mir das einrede. Dann war ich schon auch kurz davor, mal hier runterzulaufen zum Kiosk, um mir irgendwie nachts um 10 eine Tafel Schokolade zu kaufen. Ich denke, das kann es doch nicht sein. Aber ich konnte es immer bekämpfen. Ich habe dann so Ausfallsüchte. Also zum Beispiel habe ich hier immer ein paar Nüsse stehen oder manchmal getrocknete Mangostreifen oder getrocknete Äpfel, die ich dann halt so alternativ esse. Und könntest du nicht immer, wenn du dann so ein Jeeper. Ja. Dankeschön. Immer wenn du so ein Jeeper hast auf Schokolade, einfach ein paar Klimmzüge machen, bis er weg ist? Ja. Also wäre eine Idee jetzt. Ne? Wäre eine Idee. Für unser Battle für den 3. Oktober sollte ich damit direkt mal anfangen. Also vor 2 Wochen. Ja. Hm. Schön, wie du Yippie sagen wolltest, wegen Yippie-Kaye. Ne, Schweinebacke. Kaye, genau. Ja. Yippie-Kaye. Ja. Wie Kaye West, genau. Ja, nicht unbedingt der, ich hatte okay. Auf jeden Fall jetzt angefangen, auch neben der ganzen Musik, die ich mache und so weiter, ein bisschen Acrylmalerei zu machen. Du hast mit Acrylmalerei angefangen? Ja. Respekt. Respekt. Ich muss sagen, also du hast ja nicht gesehen, also von daher ist es schlecht. Ja, aber darf ich einfach mal, du bist schon wieder zu weit, ich muss dich zurückholen. Wir hatten die 3. Folge, war es, glaube ich, haben wir über das Vogtland gesprochen. Chancen und Grenzen. Und wir waren uns eigentlich einig, da gibt es mehr Grenzen als Chancen. Ja, ist richtig. Und jetzt ist es aber so, dass du gesagt hast, ich gucke das Ganze nochmal, ich gehe nochmal in die Materie rein. Ja. Also es ist grundsätzlich so, ich weiß nicht, du kennst bestimmt Georg Kreisler. Georg Kreisler ist ja selbst Wiener gewesen. Ja. Und er hatte diesen Song, wie schön wäre Wien ohne Wiener. Mhm. Und im Großen und Ganzen lässt sich das auch auf das Vogtland übertragen, würde ich sagen. Also die Menschen, die hier im Vogtland wohnen, wie schön wäre das Vogtland ohne Wiener? Ohne Vogtländer. Ach so. Innen. Es ist so, dass die meisten, die hier wohnen, okay sind. Manche sind sogar freundlich. Die meisten, die da wohnen, wohnen da aber auch schon lange, oder? Das ist richtig, ja. Also man ist hier, glaube ich, ewig neu zugezogen, wenn man neu zuzieht. Wenn man neu zuzieht.
Ja, genau. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass es hier auch Chancen gibt. Und ich habe jetzt zum Beispiel aus persönlichen Gründen mein Studio Green Sky wieder abgebaut und baue es jetzt hier gerade wieder auf. Und das ist auf jeden Fall eine Chance, würde ich sagen. Im Vogtland. Im Vogtland, in der Weberei, manche nennen es auch Weberei, also je nachdem, aus welchem Kulturkontext man kommt, ob man lieber webt oder ob man im Internet unterwegs ist oder webt. Also, ach so, ich dachte ja, wegen Max Weber. Ja, Max Weber ist auch wichtig. Also Luhmann. Ich bin kurz davor, ja, Niklas Luhmann. Ein Institut zu gründen. Ja. In Vogtland. Ja, ja. Und zwar das Metaphysische Institut Tiefenbrunn. Ja. Kurz MIT. Ja, gibt's auch noch nicht, den Namen. Damit werde ich relativ schnell relativ gute Publikationen auch veröffentlichen können. Da würde ich gerne. Und das machst du in der Weberei? Ja, in der Weberei. In genau. der Weberei, ja. Also gut. Im Studio Greenskin kann man gut. auch so. Gut, gut. Ja. Also die Weberei ist, um es auch aufzuklären, ein Raum, der für sich alleine steht, also der ist nicht im Haus angegliedert, sondern liegt ein bisschen vom Haus entfernt. Mhm. Da war mal eine Weberei drin, aber deshalb heißt es so. Deswegen heißt es so, aber wie die Vogtländer so sind, da ist jetzt schon seit, ich würde sagen, seit ungefähr 40 Jahren keine Weberei mehr drin. Ja, seit 30. Mhm. Okay. Seit 30 Jahren ist dort keine Weberei mehr drin und trotzdem sagt man zu dem Raum noch Weberei. Ja, interessanterweise ist es gerade Halbzeit sozusagen, oder wie nennt man das, weiß ich nicht. Also es gibt jetzt, diese Weberei wurde 1960 gebaut. Du bist voll im Thema, ja. Ja, und danke, war dann 30 Jahre lang Weberei und ist jetzt 31 Jahre lang keine Weberei mehr. Also es ist jetzt länger keine Weberei, als sie Weberei war, aber sie wurde ja halt immer Weberei genannt. Ich habe da schon auch witzige Wörter gelernt, sowas wie das Schiffchen, was da immer so durchflitzt. Ja, das ganz die Fenster, die waren früher abgesichert mit so einem Gitter, weil dieses Schiffchen sich manchmal auch selbstständig gemacht hat und rausfliegen wollte und dann hätten die Fenster nicht standgehalten und dann wäre das abgedüst. Krass. Rüber in den Westen, hätte dann rüber in den Westen gemacht. Und dann musste erstmal ein neues Schiffchen wieder beantragen, ne? Bis das kommt. Und ja, genau. Also darin wird jetzt, ich schätze, also auf jeden Fall noch in diesem Jahr, da geht es jetzt gerade mit großen Schritten voran. Da wird das Studio Green Sky neu aufgebaut und vielleicht heißt dann die Weberei Studio Green Sky auf einmal. Und das hoffen wir doch mal für 30 Jahre mindestens. Ja. Wäre doch schön. Das wäre doch schön. Wow. Und nicht nur für ein paar Monate. Studio. In der alten Weberei. Schön. Lädst du mich dann auch mal ein? Also wenn komme ich eigentlich im Oktober dann zu dir, am 3. Oktober? Ja, ich hoffe doch. Gut. Also komme ich ins Vogtland am 3. Oktober. Also alle Leute aus dem Vogtland, die uns hier gerade zuhören. Fredanko kommt. Kommt auch vorbei. Vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, wir werden hier sonst ziemlich einsam sein. Okay, ich möchte nicht betteln. Ich versuche jetzt einfach mal das Ganze auf ein anderes Thema zu bringen. Das Shift Phone. Du hast dir ein neues Smartphone gekauft. Ja. Für 700 Euro, wenn ich mir das richtig notiert habe. Ungefähr, ja. Ich glaube, ich habe nur 650 wegen Frühbucher. So war es. Du hast Schnapper gemacht. Ich habe 650 Euro. Und du hast 3 Jahre darauf gewartet, dann war es endlich da. Und das klingt jetzt so, als würde es nicht stimmen, aber tatsächlich genau so war es. Es klingt genauso wie Weberei. Und dann war es da und das Mikrofon war viel zu leise und irgendwas anderes war noch. Ach so, ja, du konntest keine SMS verschicken oder nicht empfangen oder wie war das? Nicht empfangen. Verschicken ja, okay. Empfangen nicht. Ja, war ein bisschen schade. Wenn man sich halt 3 Jahre freut, dann ist halt wirklich die Vorfreude sehr groß. Mhm. So, und wenn ich mir dann so ein teures Modell kaufe, und das war ja mein erstes Smartphone, was ich mir wirklich neu gekauft habe, mit dem Vorsatz, das muss jetzt 10 Jahre halten. Davor hatte ich eins gebraucht für 50 Euro gekauft. So, und dann dachte ich, naja, also ich habe als Vergleichs-Smartphone habe ich nur das für 50 Euro. Und dann würde ich spontan sagen, naja, für das eine 650, fürs andere 50, dann muss das 650er muss halt besser sein. So, es muss ungefähr 13 Mal so gut. Ungefähr, ja, mir würde schon reichen. 5-mal so gut, aber es sollte besser sein. Hat mehr Speicher, ist schneller, wissen wir alle gut, klappt. Ist auch, das andere ist halt auch einfach alt. Und dann dachte ich, Moment, vorher hat einfach das Mikrofon geklappt und jetzt nicht. Vorher konnte ich SMS empfangen, jetzt nicht. Das sind so elementare Dinge. Und dann habe ich denen geschrieben,
und hab den auch sehr nett geschrieben und meinte, ich mache gerne Werbung für euch, aber mit einem schlechten Mikrofon und mit der Tatsache, dass ich keine SMS empfangen kann, ist nicht so gut, Werbung zu machen direkt. Mhm. Und dann haben die mir sofort am nächsten Tag geschrieben, Junge, du könntest mal ein System-Update machen, da wäre ein neues fertig. Und dann habe ich das runtergeladen und zack, habe ich ziemlich viele SMS bekommen. Also, ja. Ach so, die kamen dann alle auf einmal an, oder wie? Ja. Tatsächlich. War da nur so ein 7, 8 Stück. Also da war eigentlich so eine Pforte, die war einfach geschlossen. Die wurde jetzt geöffnet und dann witzigerweise waren da drei Geburtstags-SMS aus Mai noch drin. Und witzig. Ja, ich habe dir auch mehrere Male geschrieben, glaube ich. Ja. Weil ich ja am Anfang hier kein Internet hatte. Im 2, 3 sind von dir auch angekommen. Sehr schön, sehr schön. Du hast jetzt im Vogtland Internetzugang, richtig? Das ist richtig, ja. Willst du mal die Geschichte erzählen, wie das passiert ist? Es ist so eine schöne Vogtland-Geschichte einfach. Ach ja. Also, als ich hierher gezogen bin, sogar 3 Wochen früher oder sowas, habe ich gedacht, Internet wäre schon gut. Es ist im Vogtland, Internet wäre gut. Ja. Ich wusste nicht, wie das hier mit dem Empfang ist. Ich habe aber geguckt, dass die Telekom tatsächlich der einzige Anbieter ist hier vor Ort, der das auch, ja, hier, der hier DSL anbietet. Dann habe ich irgendwie, kam ich hier an und habe gemerkt, scheiße, warum hast du das nicht schon vorher gebucht? Hier kannst du das ja gar nicht buchen. Ne? Also wenn du jetzt hier bist, Anfängerfehler. Vor Ort, genau. Du hast ja kein mobiles Internet. Also jetzt die Noobs werden sich denken, ja Moment, hast du 4G oder LTE oder irgendwas, keine Ahnung. Nein, gibt's hier alles nicht. Das heißt also, du sitzt hier und denkst dir, alles klar, ich kann hier kein Internet buchen. Scheiße. Du bist echt abgeschnitten. Richtig, ja. Genau. Das heißt also, du gehst dann morgens zum Bäcker und dann beim Bäcker, der Bäcker ist in Bayern, da gibt's dann zumindest mobiles Internet und da kann man dann mal schnell mit dem Smartphone den Internetzugang buchen. Wie viele Leute stehen bei dem Bäcker morgens rum und kaufen keine Brötchen? Nein, es stehen dort einfach keine Leute rum. Also tatsächlich ist dieser Bäcker relativ schwach besucht. Ich weiß nicht, warum. Okay. Auf jeden Fall habe ich dann da das Internet gebucht, sozusagen den Internetzugang. Und dann passierte, also dann bekam ich eine Bestätigungs-E-Mail. Die konnte ich auch noch direkt vor Ort abrufen. Und da stand dann drin, super, wir kommen übermorgen bei Ihnen vorbei. Und dann richten wir das ein. Und ich dachte, übermorgen, krass. Ich wollte gerade sagen, das geht schnell. Bisschen später kam dann eine zweite E-Mail. Hm. Oh, übermorgen doch nicht, wir melden uns dann. Und dann habe ich gedacht, ja, mal gucken. Ja? Das alleine ist schon gut. Das war schon, ja, richtig. Dann kam irgendwann ein Anruf. Ich weiß, du hattest an demselben Tag auch mit mir telefoniert. Und da hatte eine Frau bei mir angerufen von der Telekom und hat gesagt, wir würden das gerne bei Ihnen einrichten und zwar an dem und dem Tag. Und ich dachte, ja gut, super, mach doch. Die hat auf dem Smartphone aber angerufen, ne? Die hat auf dem Smartphone angerufen. Und du hattest genau Empfang, richtig. Das abzuhören, das Gespräch und zu beantworten. Telefonieren kann ich hier. Ach, da konnte ich hier auch immer. Das ging immer ganz gut. Ich konnte eben bloß nicht irgendwie im Internet rumsurfen. Okay. Weder mobil noch irgendwie über DSL. Genau. Also die Frau hat mich angerufen, hat mich gefragt, ob der und der Termin recht wäre. Das wäre irgendwie in 3 Wochen gewesen. Und ich sagte, ja klar, wenn es nicht früher geht, jetzt habe ich zumindest einen konkreten Termin. Geil. Gut, dann habe ich diesen Termin entgegengeführt. Es hieß, zwischen 12 und 18 Uhr kommt der Mann und er meldet sich vorher nochmal telefonisch. Und wenn ich dann nicht erreichbar bin, dann wird diese Anfahrt nochmal berechnet oder sowas. Das hat 70 Euro gekostet oder so. Okay, also habe ich mir Mühe gegeben, dass ich erreichbar war. Dummerweise war just an diesem Tag dann auch irgendwie der Akku von meinem Smartphone leer. Und ich war für eine Viertelstunde wirklich nicht erreichbar. Das könnte das schwarze Loch sein. Ja, richtig. Ne? Man befürchtet jetzt Schlimmes. Aber nein, es war kein Anruf an Abwesenheit, gar nichts. Und irgendwann war dann der Telekom-Mann tatsächlich hier vor der Tür. Ich sage ihm, wollten Sie nicht vorher anrufen? Und er sagt, ja, aber ich habe ja kein Netz. Also das heißt, er konnte hier nicht telefonieren und er konnte sich nicht ankündigen vorher. Dass der Telekom-Mann sagt, ich hatte kein Netz. Der hat sich dann auch ein bisschen beschwert über die Regierung, die das nicht hinkriegt, die Telekom dazu verpflichten, überall gutes Internet und überall gute Abdeckung vom Netz und so weiter. Ach, das wollte er gerne? Zu initiieren. Das hätte er gerne gemacht. So. Also er war so ein, ich glaube, er, keine Ahnung, er hat ja dann eigentlich gegen die Telekom gebasht, hat aber gleichzeitig gesagt, die Telekom würde ja gerne, aber sie kriegt keinen Auftrag von der Regierung. Damit hat er sich irgendwie ein bisschen auch selbst, glaube ich, aus dem Schuss
Feld genommen. Auf jeden Fall haben wir dann in diesem Haus hier, was für einige Jahre nicht bewohnt war, nach der Telefonbuchse gesucht. Außer der Marder. Der Marder hat hier gewohnt. Der Marder, ja, richtig. Gut. Und die Telefonbuchse, muss man sagen, also es gibt hier in jedem Zimmer mehrere Telefonbuchsen, weil die Person, die ja vorher das alles eingerichtet hatte, gedacht hat, es wäre bestimmt cool, überall Haustelefone zu haben. Also so wirklich ja. Telefone, bei denen man von einem Raum den anderen Raum anrufen kann. Oder noch krasser, alleine in der Küche sind 3 Telefonbuchsen installiert. Das heißt also, man kann von der einen Ecke der Küche die andere Ecke der Küche anrufen. Es ist aber, dieses Haus, muss ich auch sagen, es hat ja als Vorbild den Louvre gehabt. Und deswegen ja. ist es, also, ne, nicht, dass Think man big. Denkt, das wäre so ein ja. kleines Häuschen. Nee. Nein, die haben auf jeden Fall groß gedacht. Sehr weitläufiges Haus. Ja. Und jetzt bin ich mit dem Telekom-Mann von Buchse zu Buchse gelaufen und habe geprüft, ob da irgendwo ein Signal drauf ist. War nicht. Und wir haben auch überhaupt nicht verstanden, wohin die Leitung, die draußen in das Mauerwerk reingeht und dort verschwindet, im Haus wieder auftaucht. Sie taucht nicht wieder auf. Das heißt, der Telekom-Mann war dann sehr nett und hat mir dann gesagt, passen Sie auf, ich habe Draht dabei. Hat er dich gesiezt? Ja, er hat mich gesiezt. Ach, krass. Ich habe Draht dabei. Hier draußen ist ja das Signal. Ich werde jetzt einfach überbrücken. Und seitdem habe ich jetzt hier so einen Draht, der von draußen, von der Hausecke, durch das Küchenfenster reinführt. Und in der Küche, direkt dahinter, ist dann irgendwie der Router. Und so funktioniert das Internet. Vogtland-Style. Genau, richtig. Das ist ein durch und durch. Provisorium, was jetzt auf jeden Fall schon seit 1,5 Monaten sehr gut funktioniert. Und ich weiß nicht, also ich habe jetzt auch langsam keine Ideen mehr, wo das Internet hier regulär ankommt und habe mich ein bisschen daran gewöhnt, dass es so ist, wie es ist. Es funktioniert ja. Und das ist vergleichsweise schnell, muss man dazu auch sagen. Also vorher auf dem Bauernhof war es auf jeden Fall langsamer. Und das in Berlin vor 4 Jahren war auch langsamer. Jetzt hat sich natürlich in Berlin auch einiges getan in den letzten 4 Jahren. Ich schätze, das ist jetzt heute ein bisschen schneller. Aber es ist auf jeden Fall, das ist schon ganz ordentlich. Nicht schlecht. Und das im Vogtland. Und er hat aber gesächselt, der Mann, hoffentlich, oder? Um mein Bild im Kopf. Natürlich, er hat gesächselt. Ich hab doch hier noch einen Draht, warte mal, ich hab noch einen Draht. Ja, hat er. Der hatte eine ganze Spule dabei. Ach. Und er hat hier auch fast bei mir vergessen. Ich habe ihn dann noch hinterhergerufen. Hier, sie haben ihren Draht vergessen. War sehr dankbar. Ja, wir hatten ja. Draht miteinander, ne? Hatte da. Wir hatten Draht zueinander, ja. Das genau. ist doch schön. Ja, darf ich direkt eine Überleitung versuchen? Ja, bitte. Vom Draht zum Telefon. Ja. Und wir haben ja in unserem Podcast immer dieses Telefonkarussell, das uns die Gäste völlig wahllos zufällig zuspielt, das ich wunderbar finde übrigens. Und es funktioniert ja wunderbar. Wir hatten bisher noch keinen Anschluss unter dieser Nummer oder irgendwas. Sondern immer auch Gäste, die auch gerne mit uns gesprochen haben. Und da hatten wir ja die Idee, ein Update zu installieren, zu bauen. Ja, nicht nur ein Update, sondern ein Upgrade. Ach ja, du hast recht. Du hast recht. Feiner Unterschied, aber das stimmt an der Stelle. Und jetzt würde ich gerne mal das Tor aufstoßen und so ein bisschen schauen, was wollen wir denn eigentlich jetzt im nächsten Jahr machen? Jetzt, wo wir ein Jahr haben, darf ich schon mal hindurchgehen? Geh mal hindurch, ich werde dich dann ergänzen. Grundsätzlich würde ich sagen, wir professionalisieren uns. Kann man das so sagen? Das wollte ich anders formulieren, aber du hast es völlig. Wie hättest du es denn formuliert? Bitteschön. Wir machen was Neues. Okay. Ja. Aber Fredanko, ganz kurz, wenn du sagst, wir machen was Neues, dann sind jetzt schon die Hälfte der HörerInnen total geschockt und denken sich, ach du Scheiße, da kommt jetzt was Neues. Immer wenn was Neues kommt, wird es schlechter. Okay, wir machen nichts Neues. Sehr gut, jetzt haben wir sie wieder im Wort. Okay, das war ein Stressmoment. Die Geschichte ging so. Du hast mich mal morgens irgendwann ziemlich früh angerufen und hast gesagt, einfach so, Fredanko, was kannst du eigentlich? Und ich habe nix. Und was kannst du? Dann habe ich aber auch direkt zurückgefragt, was kannst du? Und hast gesagt, eigentlich auch, bin ich kein Experte für nix. Und dann haben wir diesen Podcast gemacht, genau so war's. Und dann stellten wir fest, wir können beide nix. Ja, jetzt können wir uns immer Experten einladen, die was können und die erklären uns die Welt. Das hat ja wunderbar geklappt mit Marita, das hat mit Charlotte ja gut geklappt. Aber mit Jürgen und Mario auch, mit Abstrichen. Mit Jürgen und Mario auch. Ja, die waren ja nicht, waren die Experten. Naja, also Mario schon, aber Jürgen, also, naja.
Naja. So. Einfach immer Jürgen bashen, das ist gut. Ja, das ist, den mag ich halt nicht so gern. Und gleichzeitig Mario immer noch so ein bisschen tätscheln. So. Mario ist eigentlich, dass da auch zwischen den beiden dann vielleicht noch so ein kleiner Twist entsteht. Das ist ein guter. Ach so, okay. So, und dann ist uns aber aufgefallen, obwohl wir nichts können, machen wir ja gerne Musik. Und da kam von dir die Idee, lass uns doch mal weiter mit dem Karussell arbeiten, aber ein Upgrade installieren, dass wir mit KünstlerInnen sprechen, die selber auch Musiker sind, also oder was mit Musik zu tun haben. Und dann lass uns mal jetzt in diesem Jahr auch ausprobieren, auf dem schmalen Brett der musikalischen Genialität herumbalancieren und nicht mehr ganz so breit gefächert über alle Themen der Welt, sondern fokussiert. Aber darf ich bin mir nicht sicher, ob angekommen ist, was du eigentlich sagen wolltest. Ich wollte sagen, wir haben die Idee, im nächsten Jahr jeden Monat oder oftmals Künstler einzuladen in unser Karussell. Also ich würde das Karussell umstellen. So, ich erkläre mal vielleicht, wie das Karussell funktioniert. Das ist so eine kleine Apparatur, ungefähr 20 mal 20 Zentimeter. Da drücke ich drauf und kann vorher aber einstellen an so einem kleinen Rädchen, mit wer darf da reinkommen. Also ich kann da so einwählen, männlich, weiblich, kluge Leute, dumme Leute. So, als ich das zum Beispiel beim Wrestling gemacht habe, da habe ich schwache Leute eingegeben. So, 34% aller ZuhörerInnen glauben dir, dass das genau so ist. Und das sind genau die 34%, die dich nicht kennen. Meinst du, es sind nicht weniger? Auch möglich. So, und da würde ich jetzt halt, das bleibt ja wieder an mir hängen, schätze ich, einbauen, dass wir eben Beruf zum Beispiel oder Passion Musik eingeben. Das heißt, wir werden dann mit KünstlerInnen sprechen, die sich auch musikalisch betätigen. Ja, sprich eigentlich MusikerInnen, kann man das so sagen? Dann können wir die ein bisschen hier vorstellen, mit denen sprechen, vielleicht ein bisschen was von derer musikalischen Genialität abstauben, abfärben. Wir können uns gegenseitig befruchten. Du merkst jetzt, wohin es geht, oder? Also, du möchtest jetzt Willi auf der anderen Seite sein. Grundsätzlich nicht Willi. Laden wir auf jeden Fall alle MusikerInnen ein, die deutschsprachig sind, denn wir wollen nach wie vor auf Deutsch mit den Menschen sprechen, die hier bei uns zu Gast sind, würde ich sagen. Und GEMA-frei. Das ist auch nochmal wichtig, dass wir wirklich dann auch, wenn wir über die Musik sprechen, diese Musik auch einspielen können, damit wir dann irgendwie sagen können, worüber wir gerade hier sprechen. Das hatten wir nämlich bislang immer so als kleines Problem. Wenn wir über die Alben am Ende gesprochen haben, dann konnten wir da nichts von einspielen. Und ja, die Nerds unter euch, die mehr Kopf, mehr Krach, mehr R-Nerds, da gibt es einige. Die haben immer parallel oder vor den Albumbesprechungen von uns sich das Album angehört, damit sie gewusst haben, worüber wir da eigentlich sprechen. Und das ist natürlich genau wie wir eigentlich. Ja, das ist richtig. Aber das ist natürlich schon ziemlich viel, was wir da von den HörerInnen verlangen. Und deshalb haben wir uns gedacht, alles klar, wir machen das jetzt vielleicht mit GEMA-freier Musik. Und wir nehmen euch die Arbeit ab. Wir sind Dienstleister geworden, Gesha. Merkst du das? Das beginnt jetzt ab nächsten Monat. Ne? Ab dem Juli. Ratter, ratter, ratter. Ja. Werden wir nicht mehr am 1. eines Monats erscheinen. Oh, du machst jetzt aber auch einen Fass nach. Ich muss, halt mal, ja, durchatmen jetzt. Ja, die Bombe ist geplatzt. Ja. Atmen. Wie denn sonst? Fragezeichen. Sind die jetzt noch fauler geworden oder wie auch immer? Nein, wir werden jetzt immer am 2. Sonntag im Monat wird unser Podcast rauskommen. Und warum ist das so? Weil wir bei Radio Darkfire stattfinden werden. Man kann uns live, also das heißt live, man kann den Podcast auf jeden Fall streamen am 2. Sonntag im Monat bei Radio Darkfire. Und das Geile ist, wenn man das macht, dann sind wir da auch in einem Chat und live erreichbar, während das Ding ausgestrahlt wird. Danach kann man den Podcast nach wie vor genauso wie jetzt auch bei den ganzen Podcatchern und so weiter hören, bei YouTube und so weiter und so fort. Und das ist jetzt die nächste Neuerung, weil es gibt uns dann nicht nur bei YouTube und bei Google Podcasts, sondern es gibt uns auch wo? Bei MySpace. Genau, bei MySpace und StudiVZ. Bei StudiVZ, aber auch bei Google Plus. Mann, wir sind wirklich überall. Am Puls der Zeit vor allem. Genau. Vor allem am Puls der Zeit. Ab Juli, das ist dann der 11. Juli, glaube ich, oder? Der zweite Sonntag im Monat. Ich muss mal gerade gucken. Ich bin noch bei Juni. 11.
11. Juli, da ist dann der nächste Podcast. Mit 6 Wochen Zeit. Da werden wir auf jeden Fall wieder professionelle Hilfe am Start haben. Und wir werden dann bei Radio Darkfire ausgestrahlt werden und mit euch chatten, wenn ihr wollt. Und danach könnt ihr uns bei allen Podcatchern mit dem Dienst, den ihr wollt, streamen. Das geht dann auch bei Spotify und Co. Ja. Das wolltest du, dass ich sage. Du wolltest, dass ich Spotify sage. Ja, also ich fand MySpace auch sehr gut. die Sache ist die, wie nennt man das, Distributieren. Also das heißt, dass es auch bei den ganzen Streaming-Anbietern verfügbar ist, das kostet Geld. Oh, jetzt kommt die Bittsteller-Sache. Das wollte ich doch machen, Gescha. Das wollte ich, weil ich besser ankomme bei den Menschen. Ja, komm, dann mach. Okay, also. Liebe Damenwelt, wir brauchen euch jetzt mehr denn je. Und zwar hängen wir gerade fest an einer Stelle, wo es nicht mehr weitergeht. Aber ihr könntet uns einen kleinen Schubs geben. Einen kleinen finanziellen Schubs. Mit jedem Eurönchen, das ihr an uns, sagen wir mal, abdrückt, gebt uns einen kleinen Schubs. Weg von der Kante. Und ihr wisst, was an der Kante ist. Die Bedeutungslosigkeit. Also schiebt uns bitte weg. Hilf mit nur 1 Euro. Hilfst du auch gleichzeitig dem Amazonas Regenwald? Ich wette drum. So, die Ansprache habe ich jetzt abgelesen, weil ich die sehr gut vorbereitet hatte. Wenn ihr nicht wollt, dass Fredanko von euren Spenden profitiert, könnt ihr das einfach dazu schreiben. Dann könnt ihr einfach kurz dazu schreiben. Dieser Euro ist nur für Gescha, ist überhaupt kein Also Problem. Nein, wir haben Folgendes. Wir haben überschlagen, wir haben grob überschlagen, dass wir im Monat 10 Euro bezahlen müssen. Ich glaube ungefähr das Doppelte. Was? Ja. Da hätte ich ja die Männer auch ansprechen sollen, wenn ich ja. Doppelt so viel. Oh. Irgendwas zwischen 10 und 20 Euro kostet das im Monat. Okay. Da müssen wir nochmal gucken, wie wir das genau machen werden. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aber irgendwas zwischen 10 und 20 Euro. Und das wäre schön, wenn das irgendwie kompensiert wird. Wir wollen keine Werbung machen. Also wir wollen keine Werbeblöcke bei uns schalten im Podcast. Und wir wollen auch keine Paywall. Wir wollen auch keine Sachen, die irgendwie nur für Bezahlung da ist. Sondern wir wollen nur, dass man uns spendet. Und wenn man uns bei dem Spenden irgendwas mit reinschreibt, dann lesen wir das auch vor, würde ich sagen, oder? Das finde ich eine richtig gute Idee. Und 1 Euro im Monat finde ich sehr, sehr gut eigentlich. Genau, das ist ein Test für ein Jahr, würde ich sagen. Wenn uns das nicht mehr gefällt oder wenn uns Fredanko nicht mehr gefällt oder wenn, ja, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Aber, ja. Du bist ersetzbar. Okay. Naja. Also, ich habe mit Jérôme schon gesprochen. Jérôme, ja. Jérôme, dein Vater. Er hat es nicht geschafft. Ich hab noch was. Ich habe noch eine Neuerung. Was denn noch? Einen habe ich noch, würde Heinz Erhardt sagen. Und zwar würde ich gerne am Ende jedes Podcastes, da haben wir ja dann, wenn wir einen Gast haben, würde ich dem gerne ein paar Fragen stellen. Ich würde die Kategorie gerne nennen, eine Handvoll Abschlussfragen. Mhm. Weil ich das Witz wegen einer Handvoll Dollar und so, vielleicht klingelt da was. Ich weiß nicht, was da klingeln sollte. Du hast doch gerade um Geld gebettelt. Eine Handvoll Dollar und das ist ja auch ein Film. Ist ja auch egal. So, alles klar, eine Handvoll Abschluss. Vielleicht fällt uns ja noch was Gutes dazu ein. Mhm. So, bam. Und dann fragen wir die Leute so, sagen wir mal, 10 Fragen. Weißt du? Und 5 Fragen, ich überlege ganz jetzt. Ganz kurz, eine Handvoll sind 10 Fragen. Das ist halt eine Klingonenhand oder so, also eine doppelte Klingonenhand. Also jetzt, du bist immer, weißt du, das ist dein Problem. Immer am Mäkeln und Motzen. So. Da mache ich einen Song drüber mal. Sag ich schon jetzt, aber nicht mach heute. Mach das, dann mache ich auch einen Song über dich. Ich mache 2 Songs über dich. Dann mache ich 3 über dich. Also. Über deinen Kopf, über deine Frisur. Meine Klamotten. Ich rede einfach weiter, stell dich gleich auf leise. Wie kriegen Bizeps? Also, 5 Fragen davon machen wir als Fragen, die gleichbleibend sind, also wo auch das Thema sich nicht verändert. Zum Beispiel, wie findest du die Beatles? Als Beispiel, weil die Beatles, die stehen fest, weißt du? Da verändert sich nichts mehr. Und 5 Fragen, wo sich's immer verändert, wie zum Beispiel, wie findest du das Wetter heute? Das ist ja bei jedem anders. Weißt du?
Verstehst du überhaupt, worauf ich hinaus will? So, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Danke. Und wir haben dann zack, eine Handvoll Fragen. Bäm! Und dann geht's los. Zack, 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 zack. Dann lassen wir die, dann droppen wir die einfach so auf den Gegner ein. Also es ist ja dann kein Gegner, aber im Sinne von. Und dann, das würde ich gerne als Kategorie eröffnen, um am Ende auch noch mal so ein bisschen so einen Test reinzubekommen. Ja. Also ihr merkt auf jeden Fall, wir haben da noch einige Ideen, die wir ausprobieren. Manche sind vielleicht noch nicht so ausgereift, andere schon. Und wir werden auf jeden Fall noch nicht ausgereift. Wir werden auf jeden Fall ab dem nächsten Monat. Ja. ein neues kleines, also wir beide werden immer noch die Alten sein. Das heißt also, wir werden auch immer noch diese Protagonist-Antagonisten-Sache, die werden wir auf jeden Fall dabei behalten, glaube ich, oder? Ja, du bist der Antagonist und bleibst es. Du kannst doch keine andere Rolle spielen. Nein, und du bist der andere. Der andere, der gut aussehende, also der sich macht. Der sich macht. Genau, der sich entwickelt. Von ganz unten. Die Made. Die Made und der Antagonist. Könnte auch wieder ein Kinderbuch sein. Nietzsche hat sowas gesagt, ich habe noch eine Idee. Ich bin nämlich auch in die Ideenkiste gefallen in den letzten Tagen und ich wollte die einfach hier alle vorstellen, denn wenn ich dir die privat schicke, dann sagst du immer, nee, machen wir nicht. Und normalerweise schalte ich die dann immer weg. Also das sind immer die Sprachnachrichten, bei denen ich mir denke, warum kann Threema eigentlich nicht mit doppelter Geschwindigkeit abgespielt werden? Alles klar, da skippe ich einfach kurz rein. Dann überspringe ich die nächsten 30 Sekunden. Ach, der ist immer noch dabei. Alles klar, dann gucke ich nochmal irgendwie am Ende kurz mit rein. Aber gut, dann nicht. Es sind ja auch nur Ideen. Ihr werdet auf jeden Fall am 11.7. sehen, wie es hier bei uns weitergeht, welche Ideen sich durchgesetzt haben, welche auf dem darwinistischen Ideenmüllhaufen gelandet sind. Bitte? Zu Recht, du hast noch nicht eine Idee hier öffentlich vorgestellt. Öffentlich. Wir werden auf jeden Fall ab dem 11.7. auch Podcast-Shownotes machen, ganz professionell. Was werden wir machen? Podcast-Shownotes. Shownotes? Ja, das machen alle anderen Podcasts auch und ich dachte, das wäre eine gute Idee, wenn wir das auch machen. Gut. Wie viele denn? Zwei oder eine Handvoll? Wissen wir noch nicht. Gucken wir dann. Müssen wir auch vielleicht spontan sehen. Von Folge zu Folge spontan. Ja, genau. Also ich hätte jetzt gedacht, du freust dich mehr darüber, über meine ganzen Vorschläge. Aber musst du ja auch nicht. Vielleicht freust du dich innerlich. Du bist ja auch so ein Typ eher, du bist ja der Antagonist. Ich bin der Antagonist. Sich auch innerlich freuen. Richtig. Ich freue mich nur innerlich. Ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ich hatte noch eine Frage an dich, aber das ist jetzt unabhängig von den neuen Kategorien. Und zwar? Jan Tenner. Die neue Serie, der neue Superheld. Und jetzt sag mir bitte nicht, du hast noch nicht reingehört. Und wenn, warum noch nicht? Bitte. Ich habe da eine ganz andere Frage an dich. Und zwar hattest du angekündigt, dass du nachreichen wolltest, was du von Oscar Wilde alles gelesen hast. Ja. So. Ich habe... Sag nicht Jan Tenner. Jan Tenner ist nicht von Oscar Wilde geschrieben. Ich habe ihn verwechselt. Ach was, mit wem? Oscar Lafontaine. Hast du von Oscar Lafontaine? Mein Herz steht links. Mein Herz schlägt links, habe ich. Das hast du gelesen? Also ich habe zumindest den Klappentext gelesen. Was stand da so? Es ging um die genaue Ortsangabe des Herzens und was es macht. Also ein Anatomiebuch, kann man das so sagen? Könnte. Es ist für angehende Ärzte. Quasi das Standardwerk. Alles klar. Das ist auch der Grund, warum viele Herztransplantationen seit Erscheinen des Buches fehllaufen, weil an der falschen Ecke gebohrt wird. Gut, jetzt habe ich noch eine andere Frage, die sehr unangenehm werden könnte für dich. Und die eben war schon unangenehm. Du hast jetzt ein Jahr lang mit mir Podcast gemacht. Wie fühlt sich das für dich an? Puh. Ja. Es ist ein Stück weit Zeitverschwendung, Musik. Aber also so wie David Hasselhoff hören, es ist auch schön, hat seine Momente, es hat einfach Momente. Ja. Ich habe auch viel gelernt. Was denn zum Beispiel? Ja, viel über Erziehungsfragen zum Beispiel, viel über Familiensituationen, aber natürlich auch von unseren Gästen da wohl noch viel, viel mehr. Gerade natürlich von Marita und Charlotte. Das ist so ein bisschen gegen Mo fies aus der dritten Folge. Aber den hatten wir ja nicht als Experten eingeladen. Den hatten wir als... Ja, aber Experte für dich. So alles, was ich nicht mitgekriegt habe... Können wir auch mal bitte jemanden von deinen Sandkastenfreunden einladen in die Sendung? Ja, nee. Ja, nee oder ja oder nee?
Dunkle Geheimnisse. Wir machen mal eine Mystery-Serie über dich, aber da bist du nicht im Podcast drin. Das wird so ein Spin-off-Ding. Ich bin gespannt. Ich bin weitergekommen in meinem persönlichen Leben dadurch. Ich denke, das liegt auch daran, dass man sich damit Sachen beschäftigt, mit denen man sich sonst nicht so beschäftigt. Also wenn wir Gäste einladen, wie zum Beispiel Marita, und wir sprechen über das Gehirn, dann informiere ich mich ja auch vorher, Moment mal, wie funktioniert eigentlich das Gehirn, was leistet es, wie arbeitet es, was braucht es. Nicht, dass ich das jetzt alles hier herleiten könnte, aber das sind Fragen, die ich natürlich vorher versuche, irgendwie ein bisschen zu recherchieren, damit ich am Ende nicht völlig blanko vor ihr sitze und denke, Gehirn? Fragezeichen. Das Gleiche gilt für unsere Alben- und Musikbesprechungen am Ende. Das sind ja zumeist auch Musikstücke, die ich primär nicht höre in meiner normalen Alltagswelt. Und das bereichert mich dann schon. Also man kann ja positive und negative Erfahrungen machen und man kann ja aus beidem lernen. So, und wenn ich etwas doof finde, dann finde ich es viel schöner zu sagen, warum ich es doof finde, anstatt zu sagen, ich find's doof. Denn wenn ich sagen kann, warum ich es doof finde, kann ich im Umkehrschluss auch sagen, was ich gut finde. Man lernt dadurch so ein bisschen auch über sich selber. Ich habe tatsächlich auch die Rückmeldung bekommen, dass es für uns wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, MusikerInnen zu finden, die bei uns im Podcast stattfinden werden. Warum? Weil wir immer so sachlich und trotzdem so hart Musik kritisieren. Und diesen Eindruck habe ich gar nicht. Also ich persönlich denke halt, dass wir da eigentlich weder sachlich noch hart. Ich finde, wir sind da eigentlich relativ neutral, wenn man das so sagen kann. Also wir versuchen ja schon immer, das Positive und auch das Negative zu sagen, was uns bei dieser Musik irgendwie gefällt und nicht gefällt. Wir haben ja sogar bei den Wrestling-Geschichten aus den 90ern positive Sachen auch gesagt, wenn ich mich recht erinnere, oder? Also doch, so ein, zwei Sachen haben wir da Tatanka. Auch. Genau. Buffalo. Wir haben dir dann Angst, dass sie in der Show sind und dass wir dann sagen, ja, das nächste Lied von euch, das war ja auch nicht so gut. Genau, so ungefähr, glaube ich, habe ich den Eindruck, dass da irgendwie diese Befürchtung da ist. Ich habe allerdings guck mal, schon... Guck mal, diese Befürchtung kommt zu dir. Ich habe aber auch schon mit dir. MusikerInnen gesprochen, die hier bei uns potenziell in der Show auftreten könnten. Und zum Teil sind das Menschen, die uns überhaupt nicht kennen, also uns persönlich, uns privat. Und die haben einfach in diesen Podcast reingehört und haben dann gesagt sowas wie, oh, ein Wohlfühl-Podcast. Und da habe ich gedacht, ja, kann man so beschreiben. Und das, obwohl die so die ersten, weiß ich nicht, bestimmt die ersten 2 Minuten oder sowas von dem Sexismus-Podcast gehört haben, in dem du gesagt hast, Frauen, oder sollte man sie die abschaffen? So. Und da habe ich gedacht, wenn ihr nach 2 Minuten von diesem Gelaber auf die Idee kommt, dass es sich hier um einen Wohlfühl-Podcast handelt, dann seid ihr vielleicht auch richtig bei uns. Ja, und für wen denn? Ich bin immer total verschwitzt nach der Nummer. Und dann kannst du keine Klimmzüge mehr machen oder was? Ich werde gleich auf jeden Fall noch eine Runde Sport machen. Ja, das war mir wieder klar. Ja. Wir verraten mal nicht, wie spät es ist jetzt gerade. Aber ich sag mal so, Midnight-Jogger lässt grüßen. Ich habe aber auch am 1.6. jetzt... Ich muss ja vorbereitet sein. Ich fange jetzt nämlich gerade an, bei Marita zu renovieren. Ach. Beziehungsweise bei Maritas Mutter in Rostock. Bei Gehirn Marita? Bei Gehirn Marita. Bei ihrer Gehirn Mutter. Bei Gehirn Marita. Werde ich jetzt gleich renovieren und das ist ja de facto wie Sport. Das ist, also Mr. Miyagi würde jetzt sagen, auftragen, polieren. Richtig, genau. So. Dann hast du definitiv Sport gemacht. Genau. Ja. Nachdem ich jetzt die Antenna gefragt hatte und du Nein gesagt hast, ich traue mich ja kaum nach MacGyver zu fragen. Ich habe MacGyver doch schon in der ersten Retrospektivfolge gesagt, dass ich das geguckt habe. Ja, aber hast du es bis jetzt nochmal geguckt? Oder ist das jetzt schon wieder 6 Wochen, 6 Monate her? Ja, es ist halt hart, ne? Also MacGyver in den Alltag einzuflechten. Das tut schon ein bisschen weh. Man muss immer eine Stunde für MacGyver finden, finde ich. Ja, ja, genau. Und ich nicht. Ja. Na gut, okay. Ich finde der dafür irgendwie in der Woche ungefähr 4,5 bis 6 Stunden fürs Wrestling. Du, wenn du möchtest, dass uns Leute Geld spenden, dann würde es sinnvoll sein, wenn du folgenden Satz jetzt mal sagst. Ich finde MacGyver gut und Wrestling nicht so gut wie MacGyver.
Ende. So ein Satz einfach. Wir sind Protagonisten und Antagonisten und ich habe hier bestimmte Präferenzen, du hast andere Präferenzen. Mhm. Ich finde, wir sollten hier sogar so ein Spendenbattle machen vielleicht. Vielleicht sollte man irgendwie uns auch so, wenn man MacGyver gut findet, spendet man 1 Euro für MacGyver. Wenn man Wrestling gut findet, insbesondere AEW, spendet man 1 Euro für AEW. Oder man kann auch einfach spenden für MacGyver, finde ich gar nicht so toll. Wenn man Wrestling nicht mag. Aber MacGyver genau. Auch nicht. Schreibt bitte noch, wieso ihr, ob ihr wegen Gescher spendet oder wegen mir. Mhm. Und dann werten wir das aus. Und dann sagen wir. Gut, dann, kommen wir zum Ende dieses Podcasts. Was? Ich hatte gerade erst. Ja, ich habe noch eine ganze Ideenkiste. Darf nein, ich? Nein, die Ideen bitte nicht. Okay. Die können wir jetzt einfach langsam ausfaden lassen. Du kannst ja einfach mal loslegen. Vielen Dank für eure Spenden. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank. Wir sehen uns und hören uns am 11.07. Und das war jetzt, diese Art von Professionalisierung wollten wir eigentlich nicht. Ich finde es so krass, dass du die Abmod machst. Das hast du noch nie gemacht. Das klingt ganz fremd. Nein, du solltest jetzt einfach parallel dazu jetzt einfach mal loslegen. Ja, aber ich erstmal sage ich noch viel Spaß jetzt mit dem Battle Rap von irgendwas ist immer Brothers in Brain. Jetzt geht's richtig los. Mhm. Und jetzt sag du noch einen Satz und dann fange ich an mit meiner Ideenkiste. Ja, komm. Hau einfach raus. Ideenkiste, komm. Also, Idee 1. Wir könnten uns einmal mit Acrylfarben anmalen, Fotos machen und dann bewerten lassen. Der Bestausgemalte bekommt Geschenke. Idee 2. Güterbahnhof, Bilder abtreffen. Wir machen Bilder von den besten Güterbahnhöfen, die es gibt. Idee 3. Ist sie ähnlich ausgereift wie die eben mit dem einer Handvoll Dollar mit zwei Fragen? Ähnlich, noch besser. Erstens finde ich, sollten wir Deckname Konstanze einladen. Konstanze, die aus Hannover, über die wir geredet haben mit dem 1 Euro, du weißt noch? Mhm. Ja, die sollten wir mal einladen und fragen, was sie eigentlich vor 20 Jahren gedacht hat. Sie hat das überhaupt nicht mitbekommen. Ja, aber dann können wir ihr erzählen, was wir gemacht haben. Okay. Und dann könnten wir noch eine Unterkategorie einbauen, die heißt einfach nur Verzeih mir. Und da können wir uns dann entschuldigen. Wir könnten auch riesige Verzeih mir-Folgen bauen, wo wir zum Beispiel alle Opfer unserer damaligen Telefonstreiche anrufen und sagen, verzeih mir. Vor allem bei der, die gesagt hat, wir machen eine Umfrage und dann, was, Unfall? Welcher Unfall? Nein, Umfrage. Dass wir da jetzt nochmal anrufen und sagen, vor 20 Jahren, sorry. Oder bei Pia, 23, aus Braunschweig. Das könnte ein eigenes Format werden. Wir haben so viel Schaden angerichtet, wir müssten das mal wieder gut machen. Ich habe noch eine Idee. Wir machen eine Show und da rufen wir nur unsere ganzen Ex-Freundinnen an. Du telefonierst mit meinen Ex-Freundinnen, ich telefoniere mit deinen Ex-Freundinnen. Hey Jürgen. Hey Mario. Na, wie geht's? Naja, gut soweit, aber du siehst irgendwie aufgebracht aus. Oh Mann, ja, ich bin auch aufgebracht. Was ist los? Ich sag nur eins. Die Kopfkracher. Och, was haben die denn jetzt schon wieder gemacht? Ja, du glaubst es nicht. Die Kopfkracher wittern wieder Morgenluft. Kaum macht man mal eine Sendung mit denen, denken sie, sie können frech werden, ja, und machen einen Diss-Track. Aber nicht mit uns, sag ich. Zeig denen doch mal, was Jürgen und Mario-Style bedeutet. Genau, Jürgen und Mario-Style, das sind Schläge auf den Hinterkopf, aber irgendwas ist immer Style. So, ihr dachtet also, ihr kommt einfach so davon. Uns dissen, dann verpissen und zu wissen, wenn das Wort ins Ohr geht, wie es doch so schön heißt. Der Zorn des Kahns ist dagegen ein Scheiß, denn der Mann des Jahres Jürgen ist ein absoluter Ladykiller, nicht wie Toyboy Fred Danko, nur ein Windelbringer. Unbezwingbar, Jürgens Improvisation. Fred Danko, du weißt das schon. Deine Frau wacht auf, sie hört Geräusche in der Nacht. Fred Danko, Schatz, die Kleinen sind schon wieder aufgewacht. Doch Fred Danko steckt wie immer in deinem kleinen Arbeitszimmer, ist am Rappen, aber heimlich ist schon gut, ja, ich beeil mich. Darum kriegt er seine Termine nicht auf Kette und er hätte gerne eine nette, adrette, perfekte Redakteurin, wie die Oldenburger Jungs es haben. Irgendwas ist immer schlimmer, gibt nimmer. Wir haben keine Chance, weil wir so rechtlich sind. Kohila ist nicht schön, macht doch keinen Sinn. Ja da 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 da, ja da 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 da. Irgendein Mario Superstar ist doch sonnenklar. Ja, dann bin ich jetzt wohl dran. Vertragt ihr noch eine zweite Strophe? Die wird nicht so wie euer Podcast, Jungs, die Katastrophe. Kopfkracher. Die verwenden im Leben noch nicht mal ihren richtigen Namen, die Brüder. Die zwei sind echt wie ein Kinofilm. Kannst du nur vorführen.
Und dann ist da noch Gescher, dieser Phrasendrescher. Millionär nie, sondern Tellerwäscher. Sieht von weitem schon aus wie ein Aschenbecher. Und denkt dabei jedoch, er wäre voll der Rächer. Probiert immer wieder nur den Schwanzvergleich. Zieht dabei den kurzen und ist ganz erbleicht. Sein Gesicht sieht aus wie aufgeweicht. Das Niveau von Mario niemals erreicht. Was soll er auch schon machen gegen Mario? Von ihm gibt es Figuren auch von Haribo. Er ist einfach ein Held, ist in Stein gemeißelt. Hat die beiden Buben schon im Nu gegeißelt. Ihr dachtet, ihr liegt vorne. Lasst los die Züge, jetzt kommt für euch die Quittung. Ihr kassiert die Flügel. Habt keine Chance gegen Jürgen und Mario. Die werden immer siegen, das steht fest sowieso. Da 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 da. Dieses Podcast-Himmel.